Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Hunter D. Wir haben uns in der letzten Folge mit den Gameplay-Mechaniken beschäftigt, haben... Oh, das war geil. Mach das nochmal. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Ja, wir haben uns mit unserer linken... Nein, shit, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Oh, es geht schon wieder alles den Bach runter hier. So eigentlich. Ich dachte, schon wieder. Ich verschwende das gerade ein bisschen, ich weiß. Die Sache ist halt, wieso... Ach so, dann steht dieses Symbol unten gar nicht für so einen Eiszauber, sondern für das Einsaugen. Okay, das macht Sinn. Ja, wir haben in unserer letzten Folge sehr viel mit unserer linken Hand gearbeitet. Das klang zwar sehr falsch, aber ist total die Wahrheit. Und wie man sieht, habe ich mich da so ein bisschen vertan gerade. Einfach mal den kompletten Zauber verschwendet, den wir hier so toll eingesammelt haben. Aber gut. Ist ja nicht so, als wenn wir kurz vorm Verrecken wären. Bebe, du musst schon so ein bisschen... Ah, komm schon. Jetzt. Sind ja glücklicherweise nicht die schnellsten. Also solange mir das beim Einzelkampf passiert hier, dass ich die Gegner nicht treffe, passt das schon. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück zur Haupthalle, denn dort können wir jetzt durch die blaue Türe. Wow. Mal schauen, ob ich die finde. Sollte bis jetzt eigentlich so nicht wirklich das Problem sein. Also ich staune selber. Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen drauf. Was heißt ein bisschen? Ich voll drauf hier nicht orientierungslos zu sein. Und momentan klappt das auf jeden Fall ganz gut. Kann ich mich nicht beklagen. Ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob das halt wirklich daran liegt, dass ich gerade mal eine gute Phase habe oder ob es einfach am Spiel liegt. Weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber gut. Solange es geht, passt das schon. Ja, Sturmangriff. Oh Mist. Das war total für den Arsch, aber gut. So. Und jetzt Viereck. Mal schauen, ob die da was macht. Nein. Die kann mir nichts abziehen. Das ist gut. So, kann ich dich eigentlich so auch einsaugen, wenn ich dich mal treffe, irgendwie? Momentan treffe ich dich ja nicht so. So, nein. Die wären eh bescheuertes Futter, kleines Futter. Das wäre so, als wenn ich einen Schokoriegel esse oder so. Da wird der auch nicht satt von der Junge. Von daher können wir das Ganze schon mal ignorieren. Oh yeah. Okay, weißt du was? Warte mal. Autolock, ich mach's wieder an. Es ist ja an. Ich dachte, es ist aus. Hä? What? Aber ich sehe nicht wirklich, dass er hier Gegner anvisiert. Verstehe ich nicht so wirklich, aber okay. Vielleicht muss ich wirklich einfach mal schauen, dass ich hier halbwegs ein bisschen... Saug den ein. Bin mir sicher, ich könnte den ein... Oh, ich merke gerade, dass ich auch ein bisschen gerade an meinen lilanen Balken verloren habe. Was auch immer der mir bringt. Es muss ja irgendwie was mit der Hand zu tun haben. Vielleicht google ich es auch mal in der nächsten Pause nach. Der Raum sieht auf die Halle, der Flügel sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie der, den wir auf der rechten Seite hatten, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, an die Stelle kann ich mich auch erinnern von damals. Das war sehr abartig. Stellt euch das mal in der damaligen Zeit vor. Das war, boah. Alter, lass mich los. What the shit? Du dämliche Missgeburt. Da habe ich ihn leider zu Tode penetriert. Ich hätte dich gern eingesogen und in meine Sammlung hinzugefügt. Aber egal. Jetzt werde ich mal, das hier machen. Nein, das war falsch. Gib mir Kraft, Sailor Moon. So, okay. Gut. Mal sehen, was wir hier so Tolles haben. Den kann ich ja nicht... Ich sollte aufhören, probieren, Gegnerleichen anzuquatschen. Obtained Power HP Plug. Hört sich so ein bisschen an, als ob ich meine Lebensenergie damit verbessern könnte. Required for restoring... nein. Das ist wahrscheinlich nur so ein, auf rollenspielerisch eine HI Potion. Also die uns wahrscheinlich vollständig heilt. Die wird uns wahrscheinlich normal heilen. Vielleicht kann ich auch... Wahrscheinlich kann ich mit der Medizin meine HP heilen und mit den Blutdingern die lilane Energie heilen.
Aber bis jetzt brauche ich das ja nicht wirklich, also von daher... Ich scheine ja auch nicht wirklich so ein unbegrenztes Inventar zu haben. Und wenn, dann werde ich es wahrscheinlich noch früh genug merken. Und es stapelt sich ja glücklicherweise alles auch. Okay, Hallöchen. Euch mache ich doch gerne platt. Also das Kämpfen macht mir hier erstaunlicherweise schon so ein bisschen Spaß, ne? Wenn sich die Gegner dann einsaugen lassen. Ansonsten ist es ein bisschen verschwenderisch, aber gut. Rein da! So, wo sind wir denn jetzt? Achso, das ist ja dasselbe nochmal in grün. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Türen links und rechts. Hallöchen! You shall be my next opponent! Mein nächster Gegner, Gottverdammt. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Englisch reden, aber es macht Spaß. Gottverdammt. Oh shit, what the shit? Kämpfen wir jetzt gegen Drachen? Nein. Okay, komm du mal runter. Moment, ich kann ja auch einen auf den hier machen. Der. Runter mit dir. In meine Hand. Lam, lam, lam. Der scheint mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie zu geben, als die anderen Gegners. B, B, B. Ja, jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Zumindest was die Gegner hier angeht. Lam, 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 lam. Oh shit, noch einer. Ha! Warte, nein, 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 out, 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 out. Das Problem ist, wenn ich ihn einsaugen will, dann nimmt das auch erstmal Zeit weg. Also das dauert bestimmt so 2 Sekunden, bis ich dann wieder steuern kann. 1, 2. Naja, 2,5. 2,5. Nee, 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 nee. Waren hier eigentlich gerade, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt geht's wieder los. Meine Orientierung. Waren hier gerade irgendwelche Türen? Nein, okay, keine Türen, alles okay. Dann kann ich problemlos dahin laufen. Madame, würden Sie mir bitte... Nee, Moment, es läuft da so ein bisschen, als hätte er Armprobleme. Pff, okay, rein da. Nein, geh da rein, Gottverdammt. Ah, nein. Doch, danke. Hallöchen, I remember the simulated room across the main hall. Genau, das sieht ja aus wie derselbe Raum auf der anderen Seite. Ob das irgendwas zu tun hat hier, ob da vielleicht sich ein neues Rätsel daraus entschließt, dass wir quasi die Räume miteinander vergleichen müssen. Ich weiß, die andere Uhr hat 2:25 gezeigt. Oh, würdest du diese Uhr bitte mal anquatschen? Alter, ich schelte dich. Ich schelte dich! So. A button move the long hand by 5 minutes a button. Ach so, warte mal. 2:25 Uhr. Ist das das Rätsel zur Lösung? Aber steht die Uhr da nicht irgendwie so ein bisschen auf dem Kopf? Muss ich jetzt eventuell umdenken? Warte mal. Der Kreis, die Kreistaste 5 Minuten Schritt. Die Dreiecktaste short hand by 1 hour. Also das sind dann 5 Minuten und das geht eine ganze Stunde. Okay, da stand 2:25 Uhr. Das heißt, ist halt nur die Frage, ist es abends oder ist es, weißt du, warte mal. Also wenn da die 2 steht, dann würde ich jetzt ja mal spontan so machen. 25, 15, 15, 20, 25, Moment, nein, das ist ja seitenverkehrt. Ah, warte. Dann muss ich jetzt mal andersrum schauen. 5, 10, 15, 20, 25. Das heißt, ich müsste da runter. Eigentlich so hier, ne? So. Hand by 1 hour. X-Button 2. Okay, das war falsch. Und wenn ich es jetzt einfach nur mal so mache, wie man es normalerweise tut. Sprich, 2:25 Uhr. Das wäre dann hier die 2. Und... hier wäre die 25. Das ist auch verkehrt. Ich denke mal, das steht nicht umsonst auf dem Kopf, oder? Wenn wir jetzt mal... warte mal. Wenn ich jetzt mal 14 Uhr probiere, würde das... Das würde auch nichts ändern, ne? Nee. Boah, ist das verwirrend. Uhr. Wo ist da jetzt bitte das Problem? Wenn wir hier die 2 eingeben... Ach so, warte mal.
Ach so, hab ich die Zeiger gerade miteinander vertauscht? Jetzt bin ich komplett raus. Habe ich gerade den Stundenzeiger mit der Minutenzeiger mit... What the shit? Warte mal. Nochmal. Also, der steht jetzt auf der 2 und der steht auf der 25. Wo ist jetzt dein Problem? Wenn ich es jetzt nochmal andersrum mache, oder... Der Stundenzeiger ist doch der Kleine. Jetzt mal ohne Witz, Leute. Was ist jetzt... Vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt. Ich werde dann einfach nochmal rüberlaufen. Das sollte jetzt auf jeden Fall kein Rätsel sein, was man nachgoogeln muss. Ich verstehe das ja. Irgendwie nur ist die Uhr da verkehrt rum. Das ist doof. Das könnt ihr nicht machen. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit da drin. Was ist mit dem Vogel hier? Den kann ich... Ach so, verstehe. Das heißt, die Rätsel hängen miteinander zusammen. Das ist ja klar, dass das nicht geht. Move the bird clockwise? Nee. Ja, okay. Das heißt, ich muss offensichtlich nochmal zu dem anderen Raum gehen und mir das genau angucken. Warte mal, kann ich hier auch was ändern? It's a card table? Nein, okay. Der Tisch spielt nicht mit dem Rätsel. Das ist cool. Also das sollte auf jeden Fall ein Rätsel sein, was selbst der eingescheuerte Rabe hier hinkriegt. Wo ist jetzt die Tür? Moment, das ist das eigentliche Rätsel. Ich komme nicht mehr raus. Da ist die Tür. Gut. Nee, ist ja kein Problem. Gehen wir einfach nochmal rüber und schnetzen uns durch ein paar Gegners. Das war's dann auch mit dieser Abteilung hier. Hier gibt's ja nichts mehr. Nein, so hier. Wow, nicht getroffen, Mist. Komm runter und in meine Hand. Was ist mit dem da hinten? Ich glaube, er hat mich noch gar nicht bemerkt. Auch nicht schlecht. Wow, 1, 2, 3. Wahaha. Nom 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 nom. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, den zu füllen, ohne dass wir das einsetzen müssen irgendwie. Dass ich dann auch mal einen anderen Zauber irgendwie einsetzen kann oder so. Komm schon, das waren jetzt aber 3 Schläge. Seht ihr, da war ich nicht kameraperspektivisch perfekt dran, ne? An dem scheiß Gegner. Deswegen hat er nicht aufgesogen. Heieiei! Damn, damn! Worm, worm. Yay! Gut. Es ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, da die Gegner immer wieder spawnen, aber bis jetzt kann ich noch damit leben. Wir könnten uns jetzt natürlich auch erstmal... Das machen wir. Wir gucken uns erstmal die anderen Türen an. Da waren ja noch 2 andere. Oder war ich in der schon drin? Warte mal. Weiß ich gerade gar nicht. Schau ich mal auf die Karte. Karte, 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 Karte. Map Level, Map Level. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt habe ich den Raum betreten. Und weiß jetzt natürlich nicht, ob ich da vorher schon drin war. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich gar nicht den Pfeil sehe, wo ich bin. Aber gut, da muss ich halt ein bisschen nachdenken und dann passt das schon. Dann sollte ich wissen, wo ich bin. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir hier schon waren. Hi, wie geht's? Moment, habe ich den anderen jetzt auch noch getroffen? Ist ja geil. Und dann, wieso wird der nicht voll? Ich bin doch... Oh, what the shit, wer bist du denn? Hä? Bist du eine von den Jägerinnen? Oh Gott, es ist Buffy, nein! Oh shit, Rückzug, 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 oh shit! Warte, 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 select, 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 wie sah... Gib mir Kraft, Sailor Moon! So. Was ist verkehrt mit dir, Bitch? Ich glaube, die legt es drauf an. Autsch. Okay, greif an. Greif an. Ah, wieso kann ich nicht zu dich durchdringen? Okay, probieren wir es mal anders. Hier, take this. Haha. Beware of my magic. Bahaha, jetzt habe ich dich, Bitch. Yes. Ob ich die alte einsaugen könnte? Also, ich glaube, wir waren dann hier doch nicht. Ist ein bisschen scary, wenn man überlegt, dass die alte dann auch wahrscheinlich immer wieder kommt. Wenn... ich hier lang laufe, oh Gott, das ist ja doof. Gut, schauen wir mal, was hier drin ist. Ach so, eine verschlossene Tür. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Depp, depp, depp. Okay, ich dachte, jetzt kommt so eine Treppenladeanimation. Nein, der kann das schon so runtergehen. Ach hier, das kommt mir auch so minimal bekannt vor. Hi.
Ja, dich kriegen wir doch bestimmt auch irgendwie platt. Und der, wie sie mir einfach keine Zeit zum Angreifen lassen. Ey, ihr seid doch bescheuert. Saug, saug, saug. Nein, ich wusste es, ich hätte vorher mal... Oh, ja, schade. Jetzt habe ich mein Mittagessen wieder getötet. Nein, so geht das doch nicht. Schön. Schön, 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 schön. Meyer Link, release the young woman to me. You must be the hunter hired by Charlotte's father. Listen, if you leave now, I'll spare you. I won't. You're more of an arrogant fool than I thought. You are a Dunpeel! How dare you hunt us for the humans! Shame on you! Oh oh, nein, ich will doch jetzt gar nicht kämpfen. Naja, gut. Dann so sei es. Werden wir jetzt mal Items einsetzen hier. Portion, habe ich ja 10. Was ist denn? Da geht auch meine lilane Anzeige runter. Das geht dann beides. Boah, 20, da kann ich aber jetzt mächtig reinhauen hier. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst und wollte den Rückzug antreten, aber wenn ich so viel habe, dann werde ich ja wohl mit dem Bastard hier klarkommen. Kann ich das eigentlich so manuell auch einsetzen? Ja, tatsächlich. Auch einfach nur Viereck drücken, das ist ja cool. Da muss ich nicht immer ins Menü gehen. Stirb! Bastard, kann ich dich einsaugen? Nein, schade. I've heard talks of a skillful hunter who is a Dunpeel. You must be Dee. Meyer Link, I thought you never hurt humans. Why did you kidnap Charlotte? You don't need to know. I will settle this with you later. Ja, er will uns natürlich nicht sagen, wieso er die Alte gekidnappt hat. Und wir werden ihn auf jeden Fall später nochmal wiedersehen. Okidoki dok. Dann haben wir jetzt mal hier einen unvorbereiteten Boss weit hingelegt. Okay. Dann gehe ich mal hier weiter. Wenn das geht, ja, es geht. Okay. Walk, 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 walk. This looks like the main power control center of the castle. Okay, hier können wir vielleicht irgendwie Strom anmachen oder so. Weiß ja nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Guck mal, da liegt was. Yay! Yeah. Mal sehen, was das ist. Obtained Flash Bomb. Na toll. So Blendgranate wieder oder sowas. Blendbombe. Und was haben wir hier? Obtained Map. Oh yeah, eine neue Karte, ja. Die ich natürlich dann so auswählen kann, okay. Naja gut, das ist ja nicht wirklich so viel, aber da drüben gibt es natürlich noch andere Gegenden. Sieht natürlich hier wie Power-Dings aus, aber so wirklich machen? Doch, ich kann ja was machen. You see the power blocked with the power starter, what the... Jetzt hat es kaputt gemacht. Toll! This should have restored the security devices. Okay, wir haben das Sicherheitssystem wieder. Security Device. Also wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwas dadurch geöffnet, was vorhin nicht ging. Warte mal. Die Türen, die wir da hatten, die alle verschlossen waren, die haben ja irgendwas erzählt. Ich bin ja der Meinung gewesen, dass wir da Schlüssel für brauchen, aber es kann natürlich sein, dass diese Türen alle elektrisch bedient werden und wir jetzt so Zugang zu denen haben. Alles klar. Mein Hauptwunsch liegt natürlich immer noch darin, zur Haupthalle zurückzukehren, weil ich nämlich wissen möchte, wie es nun mit diesem, was es nun mit dem Uhrenrätsel auf sich hat und dem verkackten, oh shit, dem verkackten, oh shit hier, warte, au, ouch, ouch, ja, Alter, wie läufst du denn? Ach, das ist... Ah, verstehe, das ist Autolock. Das ist Autolock. Ich komme ja gar nicht weg, wenn ich im Autolock bin. Was ist denn das für ein Bullshit? Warte mal. Das nehme ich jetzt... Nehme ich noch eins. Und stell das mal aus. Dann sollte ich ja in der Lage sein zu flüchten, ja? Warte mal. Ach so, verstehe.
Muss ich das mitspeichern? Select, nein, ich will ja nicht speichern. Nein, oh, ich will das auch nicht immer nehmen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es ist immer an. Ich muss vorher Exit drücken, okay. Walk, run, Exit. Ah, ich habe schon wieder gemacht. Nein, wie ich immer gerade meine Sachen verschwende. Jetzt ist es aus. Das heißt, ich kann jetzt... Lass mich doch mal... Jetzt kann ich abhauen, okay. Holy shit. Gut, das mit den Objekten tut mir jetzt ein bisschen leid, aber das ist ja gemein, dass ich da... Nee, nee, nee. Aber wenn es ein Autolock gibt, muss es ja auch irgendwie ein Manuel-Lock geben. Auf jeden Fall, Leute, würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play Vampire Hunter D. Wir schauen in der nächsten Folge mal, ob wir das Uhrenrätsel lösen können und ob wir die Charlotte dann irgendwie mal finden werden. Bis zum nächsten Mal. See ya.